Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist Was? Schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Geiler Vater. Du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy? Wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, da ist... Onkel Tommy? Hallo? Oh, wir haben schon wieder Kontrolle, cool. Was ist denn da los? Herzlich willkommen als erstes einmal zu meinem neuen Let's Play. Es ist ein Projekt, auf das ich eigentlich schon länger gewartet habe. Jetzt ist es endlich los. Es hat eine Gesamtbewertung, was ich gelesen habe, vor allem nur Kritiker, 10 von 10. Das ist in meiner gesamten Zockerkarriere bisher das erste Spiel, das eine 100% Bewertung gekriegt hat. Und naja, wenn man denkt, dass man einfach ausprobieren. Aber ich muss jetzt als erstes einmal vertikal invertieren. Jawohl. Das ist der einzige Weg zum Spieler. Y-Achse invertiert, jawohl. Okay, Onkel Tommy ist anscheinend gerade aus der Leitung geflogen, warum auch immer. Und ja. Endlich mal funktionierende Spiegel in dem Spiel. Wir spielen also in dem Fall die kleine Sarah. Und... Ach, verdammt. Ja. Hab ich total vergessen. Mir schon einfach. Was ich fürs Zuckut. Das scheint eine Geburtstagskarte zum Sie für ihren Vater. Congratulations. Lieber Papa. Also schön. Du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre. Du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Hab dich lieb, Sarah. Mei, ist das lieb. Also, schauen wir mal, was der Onkel Tommy wollte, beziehungsweise wo unser Vater ist. Scheint ziemlich Dad? Spät in der Nacht zum See. Da ist ein Lichtschalter. Können wir nicht drucken? Scheißegal. Slenderman ist sicher auch nicht da los. Oh, da können wir durchgehen. Hallo! Scheißhaus. Das ist hier. Mein Badezimmer noch größer. Das ist eine Zeitung. Hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Anstieg von 300% aufgrund von mysteriöser Infektion. Die behördliche Lebensmittelüberwachung vergrößert die Liste der kontaminierten Früchte. Riesige Rückrufaktionen erwartet.
Polizei, verwirrte Frau tötet ihren Mann und drei weitere Personen. Okay, er scheint also irgendein Virus oder sowas ausgebrochen zu sein. Daddy? Ich kann leider nicht schneller laufen, das ist... Ich bin gerade aufgewacht und ihre Gangart erinnert mich so ein bisschen an Mini-Frühschichtler, wenn sie um 6 Uhr morgens sich so hinquälen. Bist du hier? Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und... Schaut die fast aus wie in im Zimmer. Es ist in der Nähe. Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Na nö. Was war das? Was war das? Wow. Oh Gott. Hallo? Was geht da ab, Dad? Mann? Okay, der Dad ist anscheinend... Boah, der Schatten hat mich verschreckt. Der Dad ist anscheinend nicht da. Schauen wir mal, vielleicht ist er da noch. Dad! Ich darf jetzt aber schon ein bisschen langsam joggen, weil jetzt hätte ich Schiss. Bullerei ist auch schon unterwegs. Gitarre. Da draußen bellt ein Hund. Was zur Hölle? Sein Telefon. L3. Auto-Zoom-Funktion. Pan-Funktion. Handy. Sieh der Tommy. 8 Anrufe. Wo bist du? Ruf an. Where the hell are you? Call me. On my way. 2.15 Uhr am Morgen. Gut geschätzt. Okay, da hängt auch noch was im Kühlschrank. Ich komme heute spät nach Hause. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh, Papa. Wo ist er? Okay. Er ist also nicht daheim. Und dadurch explodiert irgendwas. Huch. Was zur Hölle? Sogar das Glas spiegelt. Das finde ich echt beeindruckend. Es gibt sehr alte Spiele heute, die so funktionierende Spiegel haben. Warum verschreckt mich? Da bist du Alter, ja endlich. Das kannst du nicht machen, Mann. Bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Sind die Coopers. Die Coopers sind wahrscheinlich die Nachbarn. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Alter. Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Alles wird gut. Jimmy, ich warne dich. Nein. Oh, in your face, bitch. Oh oh. Ja, das war mal der Nachbar. Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Ich hab da eine Ahnung. Komm, wo verdammt was? Weißt du, was hier draußen los ist? Lass uns an. Der Tank fällt, oder? Oh, Scheiße. Da ist überall Luft. Gehen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Irgendein Parasit oder sowas. Hey Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Ganz gut. Das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, uns geht's super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wow, das ist verdammt schnell unterwegs. Wir sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Ja, vorm Kind! Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Ich krieg ja Gänsehaut, lol. Richtig spannend. Nur hier. Rest schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis Farm. Louis Farm! Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Der Schweinehund. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Wo
Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Zombies. Es sind immer die Zombies. Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich hab mir gesagt. Eiskalt, du. Verdammt, das wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Ich finde, man hätte mir entscheiden lassen sollen, ob ich sie aufnehme oder nicht. Ach du Scheiße, aber das war zum Erwarten. Alle Idioten hatten dieselbe scheiß Idee. Hey, was zum Teufel los jetzt? Tommy, Scheiße! Oh, fuck! Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja. Geh hier, geh hier. Oh, fuck! Ja, das war jetzt. Ih, da klappten sie halbes Gesicht an der Schiebe. Auf den war jetzt nicht fast. Der hat mich jetzt gut verwischt. Hey, pass auf vorne, Rensch. Das ist ja neues Auto, verdammt! Durch sie durchfahren, Joel! Zurück! Hinter mir sind sie auch! Da, da, da! Festhalten! Fahr! Voll durch! Gib ihm! Au! Voll ins. Zombies. Hey. Hey. Zurück, Kleines. Zurück. Action. Quick Time Events. Ich garantiere Panzerglas. Sicherheitsglas ist es einmal keins. Oh, fuck! Ihhh! Mach's weg, jawoll! Ich bin da, Kleines. Okay, gib mir die Hand. Zombies. Mein Bein tut weh. Wir müssen jetzt rennen. Oh, oh. Halt dich fest! Okay. Weiter! Komm! Oh shit, wir müssen rennen. Okay. Ah! Zombies! Verdammt! Das ist ein Berg, alte Opa. Frauen und Mütter zuerst! Ach du Scheiße. Wow, wow, wow! Was zur Hölle geht da ab? Wie gang da oben? Wir sind einfach jetzt mal so Mainstream und kann der Strömung noch. Oh oh. Ich höre irgendjemand. Ah. Was? Wir kennen die Zombies von den normalen Menschen auseinander. Die wussten mal wo da. Ich glaube, der ist hinüber. Bei mir sollten rennen, dann ist das Gefühl. Ach du Scheiße. Armadillo Theater. Was machen die alle auf der Straße, Gott verdammt? Bleiben doch. Bleib doch daheim! Das ist halb drei am Morgen, Mann! Schlechte Idee. Ich gang doch lieber woanders, Schane. Tommy! Renn weg! Oh oh, oh oh, oh oh, nicht, dass der gleich losrennt. Okay, komm mal da, ist eine gute Idee. Okay, ich merke schon, das Spiel wird verdammt mit Jumpscares oder so gespickt. Weg von mir! Kruzifix! Verflucht! Der ist tot. Der ist definitiv tot. Was da, Müllkübel, gang aus dem Berg! Oh oh, am Zaun. Bitte. Ich kann nicht rennen mit dem Biber am Arm. Oh oh, oh oh. Oh oh. Oh shit! Das war knapp! Los, los, Sarah! Ich bin schneller als sie! Wir treffen uns dort! Es ist nur Licht verbuggt. Oh shit, ist er drinnen! Ist er drinnen? Wo rennen wir jetzt an?
Oh oh, Zombies. Wir sind fast da. Da unten ist ein Krankenwagen. Renne mal. Oh, irgendwas rennt man durch, irgendwas rennt man durch. Da ist richtig. Ah! Zombies, überall rennen. Wow. Der schaut doch nicht mal ganz gesund aus. Zombie hinter mir, renn, renn, renn. Ich muss da weg, ich muss da weg. Oh, Katzi. Yes! Sturmquer. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stop. Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das gehen! Okay. Wir sind die nicht Army. Krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Tommy, der Retter in der Not. Oh nein. Sarah. Na! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Last of Us. Wow, das ist ein richtig gelungenes Intro. Also ich finde es richtig geil, wie sie das gemacht haben. Also wirklich eiskalt. Mit dem, dass jetzt die Sarah da wirklich am Anfang gleich niederknallt ist, so ein scheiß Soldat, das hätte ich echt nicht erwartet. Also, die zünden echt eiskalt was durch mit der Story. Und ja, ich freue mich riesig drauf, dass es endlich durchspielen kann mit euch und wie auch gehör ich drauf lieber. ja. Ich muss leider sagen, ich habe mich aufgenommen, während ich das gespielt habe. Das Problem ist, mir ist im Nachhinein die Aufnahme von meiner Facecam irgendwie in den Arsch gegangen. Ich habe sie nicht mehr verwenden können, leider. Darum ist jetzt halt die erste Folge ohne Facecam. Und wenn ich es recht überlege, ist es mir eigentlich lieber ohne Facecam, weil irgendwie passt es einfach nicht dazu, habe ich so das Gefühl. Also, könnt ihr nochmal Kommentare schreiben, wo ich Facecam machen soll. Es sind zwar ein paar Jumpscares dabei und so, wo es vielleicht lustig wäre, wenn der Serien, wie es mir deine Gang nochmal anwirft, wenn ich verschrick oder so, keine Ahnung. Aber ich finde, Audio müsste eigentlich auch ganz gut passen, weil ich möchte nicht viel von dem wirklich geilen Bild eigentlich belegen oder bedecken mit meiner Facecam. Ich bin wirklich dagegen. Ja. Als nächstes, wir sind dann da und da und da unter. Bereits noch ein paar andere Projekte. Da unter mir schon ist die Playlist für The Last of Us. Ihr könnt mal draufklicken, vielleicht ist schon ein neues Video da mal. Und so suchen euch uns für den Alternativen der Lerner aus. Ja, viel mehr bleibt mir nicht zum Sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, bleibt dran und ciao, ciao.